Rasmus Hansen und die 264 Lukas Schabinskas dann auf den Positionen 3 und 4. Aus der fünften Startposition geht in diesem Lauf mit der Startnummer 211 Valentin Kluss und neben ihm auf Startposition 6 Nikita Gänse, die 226. Dann sind wir in der vierten Startreihe. Dort rollt mit der 203 Lukas Thompson und die 246 Gianni Andrisani an den Start. Moritz Schmeiß, die 210 und die 239 Giuseppe Fico bilden Startreihe 5 und die sechste Startreihe mit der 245 sehen wir dort Farin Megger und die 220 Milan Loben-Ritter. Leon Arndt, die 208 und Luis Jakobs, die 228, dann in Startreihe 7 und in der 8. Startreihe Danny Berndt, die 282 und Finn Zulauf, die 277. Die 268, Hannes Borde startet ebenso aus der 9. Startreihe wie mit Startnummer 281 Enrico Förderer. Maurice Bechtel, die 215 und Richard Thomas, die 222 in Startreihe 10. Und die 11. Startreihe, die setzt sich zusammen aus der 262 Kian Agasade und Din Juric, die 204. Mit der 202 macht Raffaele Basile das Feld der Juniorenfahrer an diesem Sonntag im ersten Wertungslauf komplett. Gianni Andrisani gestern zwei Läufe gewinnen können, musste sich lediglich im ersten Lauf Linus Hansen noch geschlagen geben. Und Lukas Schabinskas, der gestern mit zwei zweiten und einem dritten Platz seine Führung in der Meisterschaft weiter erobert hat. Mit 179 Punkten liegt er vor Silas Loven-Ritter, der 150 Punkte auf dem Konto hat vor diesem Lauf. Und Gianni Andrisani mit 134 Punkten auf Platz 3. Luca Thiel, der Polmann, der ist derzeit Vierter mit 125 Punkten. Aber wie gesagt, neuer Tag, neues Glück, neuer Anfang. Bei den Junioren, Luca Thiel übernimmt sofort die Führung in diesem ersten Wertungslauf vor Linus Hansen, der Fahrer mit der 233. Oh, und schon ausgeschieden liegt da schon im Grün mit Startnummer 281, habe ich es wohl richtig gesehen. Enrico Förderer gleich nach dem Start. Also wieder das Ende dieses Laufes. Gestern lediglich auf 7 Punkte gekommen, der Enrico Förderer. Aber zurück zu diesem Lauf. 11 Minuten und eine Runde sind zu absolvieren. Vorne, wie gesagt, Luca Thiel, dahinter Linus Hansen, Valentin Kluss, Silas Loven-Ritter auf Platz 4 und Lukas Schabinskas auf Platz 5 unterwegs nach der ersten Runde. Vorne haben wir so eine Vierergruppe mit Luca Thiel, Linus Hansen, Valentin Kluss und Silas Loven-Ritter. Ja, Silas Loven-Ritter, der war Zweiter, als er nach Oppenroth angereist ist. Und Linus Hansen, ja, der war Führender. Also und Linus Hansen, der hat gestern einen Lauf gewinnen können, hat sich dadurch auf Platz 9 in der Meisterschaft nach oben geschoben. Aber in den beiden weiteren Läufen lief es für Linus Hansen nicht mehr so gut. Gestern ein 14. Platz und dann kam er gar nicht mehr in die Punkteränge. Also das muss und will er natürlich heute wiederum ausgleichen. Hängt sich jetzt hinter Luca Thiel erstmal ran. Thiel, der gestern sich nach vorne gearbeitet hat in jedem Lauf. Platz 4, Platz 3 und Platz 2 waren die Ergebnisse für Linus Hansen, der jetzt in Führung geht. Vorbei an Luca Thiel. Und dann haben wir
Das blaue Mach 1 Kart vorne dran für den Fahrer der Kartschmiede. Und so kommen sie zurück aus dieser dritten Runde und sie haben sich schon ein bisschen absetzen können. Valentin Kluss ist auf Platz 3, der Fahrer mit der Startnummer 211. Auch er gestern mit 13 Punkten in den Abend gegangen, war Fünfter im ersten Lauf. Der Valentin Kluss konnte sich im zweiten Lauf dann keine Punkte hereinfahren. Und dann gab es noch 2 Punkte für Platz 14. Also auch hier eine durchwachsene Vorstellung gestern von Valentin Kluss, der jetzt natürlich da ebenfalls weiter nach vorne kommen will. Silas Lowen-Ritter, für ihn heißt es dranbleiben in der Meisterschaft mit seinem zweiten Platz, den er da inne hat. Und hinter ihm weiterhin Lukas Szabinskas, der Führende, der, auch wenn er hier hinter Silas Lowen-Ritter unterwegs ist, doch weiterhin die Führung mit dieser Platzierung behalten könnte. Hinter Lukas Szabinskas ist Nikita Gänze unterwegs und auf Platz 7 derzeit Moritz Schmeiß. Schmeiß, der hatte gestern auch so einen Samstag, den er eigentlich mehr oder weniger gebraucht hinwerfen konnte, konnte gerade mal im dritten Lauf auf Platz 12 und damit 4 Punkte erringen. War als Dritter hier angereist, zurückgefallen, dadurch auf Platz Nummer 5 in der Meisterschaft. Und Gianni Andrisani, der Doppelsieger von gestern, hat sich jetzt an Lukas Thompson vorbei auf Platz 8 gefahren in dieser Runde. Valentin Kluss versucht vorbeizugehen an Luca Thiel. Aber dann merkt er, das reicht nicht. Sortiert sich wieder auf Platz 3 ein, der Fahrer mit der 211 auf den Seitenkästen. Ja, der Bad Mergentheimer, der im vergangenen Jahr einen Lauf hier in Oppenroth gewinnen konnte. Hier also auf Platz 3 weiterhin unterwegs, war bei den Mini im letzten Jahr noch im Einsatz, hat die Saison als Dritter dann beendet. Und dann kam eben dieses Jahr dieser Wechsel zu den Junioren. Und da ist er jetzt beim der vierten Veranstaltung. Wir haben sozusagen heute Abend Halbzeit. Dann steht unser Halbzeitmeister der Rotax Max Challenge erstmal fest in den Klassen, die hier heute ausgefahren werden. Ja, an der Spitze mit Linus Hensen, der Startnummer 233, und Luca Thiel mit der 299. Da tut sich im Moment insofern nicht viel. Die beiden setzen sich ein wenig ab von den Verfolgern, fahren dort schnellere Rundenzeiten, aber sie selbst bleiben eigentlich fast identisch von den Rundenzeiten her. Mal ein bisschen dichter, mal ein bisschen weiter weg, der Luca Thiel. Und dann haben wir hinter den beiden eine Vierergruppe, angeführt von Valentin Kluss. Da ist der Sieg. Lass Lowen-Ritter mit drin, Lukas Szabinskas und Nikita Gänze. Den kann man ebenfalls noch was zu dieser Vierergruppe dazu zählen. Dann kommt wieder eine größere Lücke mit 0,79 Sekunden auf Gianni Andrisani, der auf Platz 7 jetzt unterwegs ist, vorbeigegangen ist an Moritz Schmeiß, der sich damit erstmal auf Platz 8 wieder einsortiert hat. Drei Minuten, 45 Sekunden sind noch auf der Uhr.
und Linus Hensel und Luca Thiel, sondern sich immer weiter ab. Und da fährt fast gerade raus aus der Kurve dort hinten. Der Valentin Kluss schlägt in die Reifen ein, nichts passiert. Versucht jetzt sein Kart wieder in Gang zu bringen, aber was war das? Der ging in die Kurve rein und kam eigentlich mitten in der Kurve, hat er schon die Gerade vermutet und fährt hier in die Reihe. Damit natürlich sein dritter Platz eingenommen von Silas Lowen-Ritter. Da steht er natürlich jetzt genau im Auslauf der Kurve, deshalb doppelt geschwenkt gelb, heißt langsam fahren, bremsbereit sein. Und das Ganze 2 Minuten 30 vor dem Ende. Aber vorne wird jetzt an der Spitze eng für Linus Hensel. Luca Thiel fängt an, er drückt ihn jetzt schon so ein bisschen, setzt ihn unter Druck, auch wenn es hier, wenn sie vom Tal hochkommen, nicht so aussieht. Unten im Tal, da hat er ihn schon dementsprechend unter Druck setzen können. Noch eine Minute gleich auf der Uhr. Linus Hensel weiterhin in Führung. Aber Luca Thiel weiterhin am Drücker bei Linus Hensel. Ja, und es sind manchmal Kleinigkeiten, die es ausmachen können. So ist jetzt Luca Thiel auf die Curbs gekommen und damit hat er ein bisschen Schwung verloren und damit hat der Linus Hensel jetzt wieder ein klein wenig Abstand herausfahren können auf den Luca Thiel. Aber sofort, 2 Kurven später, Luca Thiel wieder an ihm dran. Und auf Platz 3 ist jetzt der Lukas Schabinskas nach vorne gegangen, ist vorbei an Silas Lowen-Ritter. Und hat sie erstmal den dritten Platz hier herausgefahren. Ja, wir haben noch 2 Runden jetzt zu absolvieren. Die Zeit ist abgelaufen, also nach dieser Runde heißt es dann in die letzte Runde gehen. Die letzte Chance eigentlich, die letzten 1040 Meter, um hier seinen Platz noch einmal zu verbessern. Gianni Andrisani auf Platz 5 in der Zwischenzeit nach vorne gefahren, hängt jetzt hinter Silas Lowen-Ritter, aber mit einem gewissen Abstand hängt er da schon dran. So, letzte Runde beginnt. Luca Thiel holt noch einmal Schwung, das mag man, wenn es hier bergab geht, für ein eventuelles Überholen von Linus Hensel. Aber Hensel lässt das im Moment noch gar nicht zu. Im Moment ist Hensel noch vorne, dreht sich aber schon mal um, schaut, wo ist der Luca Thiel? Wo könnte er versuchen, an mir vorbeigehen zu wollen?
Und jetzt sind sie nebeneinander in der vorletzten Kurve. Aber dann hat Linus Hansen einfach den kürzeren Weg und dann geht auf den letzten Meter der Lukatin noch einmal neben ihm und dann ist es aber Linus Hansen, der diesen Lauf gewinnt vor Lukatin mit einem Vorsprung von 99 Hundertstel. Das ist nicht mal ganz eine Kartlänge. Gewinnt Linus Hansen vor Lukatin. Lukas Schabingskas wird Dritter, Silas Lobin Ritter dann als Vierter und Gianni Andrisani als Fünfter. Platz 6 für Nikita Gänse. Moritz Schmeiß holt sich Platz 7. Platz 8 für Lukas Thompson. Neunter wird Farin Megger. Denny Berndt auf Platz 10. Hannes Borde als Elfter. Platz 12 dann für Giuseppe Fico. Maurice Bechtel als 13. Milan Lobin-Ritter 14. Und einen Punkt für Platz 15 holt sich Luis Jacobs. Da sehen wir nochmal das Ergebnis im Gesamten nach diesem ersten Wertungslauf der Junioren.